An welchem Tag geht ein U-Boot unter? Am Tag der offenen Tür. Herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Und ich habe mir heute vorgenommen, ganz fest und unumstößlich, dass wir definitiv heute eine Request beenden werden. Ja, auf jeden Fall, egal was passiert, denn ich habe mich jetzt die letzten paar Parts mal wieder beschwert. Hey, wir müssen irgendwie dasselbe machen, weil hey, ich komme nicht voran. Aber hey, wenigstens wird euer Wunsch erfüllt, mehr Parts zu haben. Wunderschön, grandios. Aber mit den dauerhaften Rückschlägen, die ich ja nun irgendwie regelmäßig erleide, ist es schwierig, nachts einzuschlafen. Und deswegen lassen wir nochmal easy peasy unsere komplette Wut an einer Request aus. An eine Request, die ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht verkacken kann. Also, das geht nicht. Das krieg selbst ich nicht hin. Die Request ist leichter als ein starker Jan Kutku. Oder als Akinator mit Mafumofu-Rüstung, was ja auch schon das Einfachste auf der Welt ist. Ne? Die ist wirklich easy peasy, denn wir müssen einen Tickrex, so steht es hier auf meinem Platz, Low, gegen Rüstung G-Best antreten lassen. Heißt, ich soll den allerniedrigsten Tickrex, den es so gibt, einfach nur zerhackstückeln und den Todesgott zum Fraß vorwerfen. Und ich habe mal nachgefragt, theoretisch ist egal, welche beste G-Rüstung ich nehme, also entweder meine beste oder die beste. Da ich die beste jedoch nicht besitze und gerade heute nicht genügend Zeit habe, um die beste zu farmen, ich aber heute die beste, also die Request fertig machen will, nehmen wir halt meine beste G-Rank-Rüstung, die ich so habe. Und das war zu früh. Schade. Wir haben trotzdem keinen Blitzkämpfer bekommen. Schade, das hatte ich eigentlich gehofft. Aber gut, und dementsprechend dürfen wir heute endlich mal zerhackstücken. Einfach bloß wildlings in der Luft 10.000 teilen. Müsste ich eigentlich mit Streu schießen, ansonsten passt das nicht. Aber gut, was ist denn so meine beste Rüstung? Ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe ja nur eine. Okay, ich hätte noch eine zweite, aber die hat halt weniger Verteidigung. Hier 600. Wir müssen die Zahl auf 666 aufpumpen, denn heute schließen wir den Pakt mit dem Teufel und machen alles tot. Und ich denke, ich nehme auch direkt mal G-Waffen, um den so richtig hart zu töten. Das kleine Drecksvieh wird sowas von dem Boden gerammt. Wo ich auch mal tatsächlich mit Huntinghorn spielen könnte. Alles klar, alles für die Abwechslung. Wir holen uns den Frosch raus. Schaut euch die Augen des Frosches an. Sogar er freut sich schon. Er leuchtet förmlichst dafür, weil er jetzt Blut sehen möchte. Wehe, ich verliere jetzt, weil ich mit Huntinghorn spiele. Das wäre bitter, aber das sollte ich gerade so hinkriegen. Nebenbei noch als Zweitgedanke hinter dem ganzen Ding ist natürlich wieder mit dabei, dass wir damit eine Quest rumbringen. Heißt, wir kriegen auf jeden Fall wieder Honig, wobei jetzt die Box gerade eben schon relativ stark und gut gefüllt war. Hoffen wir mal aufs Beste. Und ich denke, ich werde keine Megatränke mitnehmen. Sollte auf jeden Fall auch ohne irgendwie funktionieren. So, aber wenn wir eh einmal so richtig hart zerficken wollen, muss natürlich auch Todi mit an unserer Seite sein. Hani wäre als Kameramännin auch ganz in Ordnung, aber kann ja notfalls noch mitmachen. Nichtsdestotrotz, wir haben erstmal genügend mit Hani hier Spaß gehabt. Toni hat jetzt lang genug dieselbe Ausblick aus dem Fenster gesehen. Darf sich jetzt ein bisschen abwechseln. Alter, ich habe so lange nicht mehr Huntinghorn gespielt. Das wird mal interessant. Kann ich mir dich wieder selbst einblasen? Wuhu! Was will ein Jäger mehr? Ist sogar die höchste Stufe. Alles klar. Was ich allerdings trotzdem brauche, ist natürlich ein bisschen Honig. Und ich sollte mal ganz kurz mit der ollen Typin dort hinten reden und hoffen, dass die irgendwas Gutes verkauft. Sieht nicht so aus. Och, komm schon!
Wofür lasse ich dich überhaupt das Dorf betreten, wenn du dann nichts Geiles dabei hast? Also ich könnte dich auch einfach mit meinen großen Waffen hinausjagen, hinfortschicken, aber nein, ich bin so unglaublich nett und freundlich, ich lass dich sogar hier. Und dann bringst du mir nur Scheiße. Apropos, da es gerade hell draußen ist, ich lass mich gerade von meiner eigenen Tischlampe blenden, als bester Strahler, um mich von meiner strahlendsten, lächelndsten Seite zu zeigen. Ich bin förmlich erleuchtet. Gottes Licht kommt auf mich hinabgestürzt, so sieht es zumindest auf der Kamera aus, so hell wie ich bin. Warte, ich bin Atheist. So, schon viel besser. Und wir kommen auf der dunklen Seite der Macht. Und ich habe nicht mal Kekse hier. Okay, Stufe 1. Wir haben hier doch bestimmt die Peppe. Herz in der Hose. Ich habe gehört, ein Tigrix macht da den ganzen Anfängern regelmäßig Probleme. Gut, ich habe dafür schon mal ordentlich ins Gesicht getreten, aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz, um ihm zu sagen und zu zeigen, dass er das doch lieber lassen sollte. Unsere armen kleinen Freunde, die Noobs, die mit Peppelzungen hier um sich werfen müssen. Wahrscheinlich nicht mehr wissen, was Peppel sind und trotzdem die Zunge irgendwie ausschneiden müssen. Ob das so der erste Moment ist, wo Leute aufhören, das Spiel zu spielen? Weil sie sich denken, was? Ich soll Zungen von Monstern holen? Das ist ja eklig. Nee, lass mal. Oder aber, wenn sie dann bei der Quest sind, sich denken, okay, alles klar, Schwächlinge töten. Oh, das kann ich, da bin ich gut drin. Folterer hoch 10. Ich sollte vielleicht übrigens auch mal anfangen zu spielen. Hier hat man noch nicht gesehen, was man alles bekommen konnte, ne? Schade. Aber auf jeden Fall gibt es so nochmal Durchschlagschaden oder wie das heißt. Das weiß ich noch. Boah, alles klar. Die Hunting-Hörner sind ja auch so eine komplette Waffengruppe für sich, die ich nicht so wirklich studiert habe. Okay, ich habe sie mir mal so ein bisschen angeguckt, deswegen weiß ich, dass sie doch recht komplex sind. Gerade was die ganzen verschiedenen Kombinationen der Musiknoten angeht. Ich meine, ob du nun Mozart Symphonie die 12. komponierst oder aber auch nur Ring, 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 na, 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 na. Hier den Crazy Frog oder wie der hieß. Oder halt Tetris spielst. Oder die Lemminge. Oder wie das hieß. Ist ja nun erstmal egal. Aber je nach Kunstwerk kriegst du ja auch noch verschiedene Fähigkeiten. Und theoretisch kannst du dir deine Huntinghorn so aussuchen, dass du keine Kaltgetränke, keine Megasäfte mitnehmen musst. Auch voll geil. Und dann kannst du einfach wild irgendwas spielen und hoffen, dass was Geiles bei rauskommt. So wie das hier Verteidigung hoch wird. Okay, vielleicht auch doch nicht. Kein Ausdauerverlust. Schon wieder. Habe ich das nicht gerade schon bekommen? Okay, vielleicht bin ich nicht ganz so gut darin, verschiedene Noten zu machen. Wo ich jedoch gut drin bin, ist es, ein Tigrex ausfindig zu machen. Und wir haben jetzt nur 20 Minuten Zeit, um dem Typ mal kurz zu sagen, guck mal, ich spiel dir die Fresse weg. Ich könnte einfach die ganze Zeit spielen. Ich könnte einfach mal versuchen, wirklich den in dem Modus hier Platz zu machen. Das wird etwas schwieriger, aber man muss sich ja, um den so richtig hart zu demütigen, alles klar, geht gut los. Natürlich noch ein bisschen eine Erschwerung mit reinmachen. Alles klar, mein Freundchen. Und spielen wir mal kurz den Ausweicher. Okay, es klappt nicht. Alles klar. Ich habe schon Leute gesehen, die das grandios hinbekommen haben. Scheinbar gehört da doch ein bisschen Übung mit hinzu. Oh, jetzt aber. Yes, ich habe getroffen. Nice. Und Tigrex, wie ist es so, wenn man merkt, dass man einfach keinen Schaden macht. Oh, ich habe die Hälfte meines Lebens verloren. Na, Tigrex, wie ist es so, wenn man merkt, dass man den Gegner Stückchen für Stückchen töten kann, obwohl er mit dem besten Ausrüstungszeug der Welt vor dir steht? Ich werde jetzt nicht sterben. Ich werde jetzt nicht sterben. Der Typi wird nicht auf das Level 1 Jan Kutkus hochgehoben. Nicht so schnell, nicht während ich hier noch ein Wörtchen mitzureden habe. Und das habe ich noch. So, und spiel mir das Lied vom Tigrex tot. Bitch, please, Flamm. Und eigentlich müsste der doch gleich verwirrt sein, oder? Heißt, wir pokern jetzt. Und bam. Ich war noch nie gut im Glücksspiel. Alles klar.
Okay, ich hätte vielleicht auch komplett ohne Heilung hergehen sollen, nur um es noch ein Stückchen schwerer zu machen. Aber nein, es geht ja darum, den Typen einfach bloß Platz zu machen und zu vernichten. Also mach Platz. Dankeschön. Jetzt machst du grandios. Jetzt mal nochmal kurz die Skinner over 9. Over 9. Das 1000 können wir hier kurz weglassen. Und der Kleine ist jetzt schon mal wütend geworden. Ich meine, ihm steckt jetzt förmlichst ein Frosch im Hals. So viel steht fest. Und, oder zumindest im Kopf. Ein bisschen auf der Nase. Haben ihn auch umgetanzt. Der ist noch nicht verwirrt. Okay, ich habe auch erst dreimal getroffen, aber ich dachte, das könnte vielleicht auch reichen. Gut, machen wir kurz nochmal die Klaue kaputt. Geht auch in Ordnung. Oh, shit. Ich glaube, wir können aufhören, doof zu spielen. Das reicht erstmal an Demütigung seinerseits. Oh, es geht nicht weit genug. Schade. Ich habe die Länge meines Frosches falsch eingeschätzt. Ich meine, das passiert immer, wenn man den Frosch angelt und dabei die Länge des eigenen Wurms falsch einschätzt. Dann kommt auch ein kleinerer Froschball raus. So, und BAME. Dachte sich auch der Tickrex. Beide haben gleich stark getroffen. Passiert halt. Mein Fluidchen. Das Geile ist, als ich schon mal ein Video gesehen habe von Leuten, die den halt einfach mal in 5 Minuten oder 4 Minuten mit dem allerersten Hammer gemacht haben. Und ich sitze hier wie, yo, mein Jagdhund spielt sich hier durch. Es ist eine Mozart-Symphonie, ein großes Orchester. Das dauert natürlich eine Weile. Wäre ja langweilig, wenn das Musikstück jetzt schon direkt zu Ende wäre. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, mit der R-Taste anzugreifen. Außer, dass ich vielleicht, wenn ich warte, irgendwelche Angriffe kriege. Also irgendwelche Boosts. Aber ich warte halt nicht. Deswegen spiele ich mich hier irgendwie leicht an ihm vorbei. Oh. Ach, ich muss das wieder hinkriegen. Das kriege ich auch noch hin. Keine Angst. Irgendwie wurde aus der Technik-Zerstörung wie beinahe auch schon fast erwartet eine Sinu-Zerstörung. Aber hey, guck mal ins Gesicht, mein Freundchen. Also ins Demütigungsgesicht. Und noch irgendwelche letzten Worte. Damit meinte ich nicht mich. Ich meinte ihn. Fuck this shit. Sollte ich rot werden, liegt das natürlich nur an der Lampe, die mich hier direkt anstrahlt und nicht an der Leistung, die ich hier gerade bringe, die unter aller Kanone ist. Aber es ist Jagdhorn, ne? Und der mit dem Horn wird halt erjagt. Wenn der Tickrex halt nicht so ein großes, fettes Horn hat, Banabra, also Vespoid, was machst du da? Spielen wir ein Stückchen Verstecke oder wie? Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist die Welt von außen. Okay. Geht in Ordnung. Gut, dann rennen wir nochmal kurz ganz nach oben. Wir müssen ja auch noch ein paar Peppelzungen holen. Habe ich komplett vergessen. Aber allein damit können wir ihn ja auch schon anlocken. Sind wir mal ganz ehrlich, das klappt bestimmt grandios. Ich hätte einfach Großschwert nehmen sollen und ihn in zwei Teile hacken. Nein, stattdessen will ich mir schon mal das Fleisch warm klopfen. Schon mal ein bisschen mit Wasser übersehen, um ihn zu reinigen. Der Moment, wo du dem Monster halt wirklich mal... Ich weiß was, wisst ihr was? Ich will dem Monster bloß einen großen Kampf liefern, ne? Ich meine, der kann dann heute Abend mal nach Hause gehen zu seiner Frau, zu seinen Kindern und sagen, boah, Leute, da kam so ein geiler G-Rank-Jäger an. Und wisst ihr was? Den habe ich eiskalt platt gemacht. Das werden sie nämlich glauben. Und allein das ist schon maximale Zerstückelung von ihnen, ne? Wenn der, was weiß ich, Beispiel, Vergleich, ihr hättet mit dem Victoria's Secret Model geschlafen und keiner will es euch glauben, wenn ihr das jemandem erzählt. Es ist zwar trotzdem wunderschön für euch und denkt euch, boah, bin ich voll der geile Ficker, aber alle anderen denken sich, boah, ne. Lügt er sich hier die Himmel vom Blauen herunter? Geht ja gar nicht. Das ist so eine Zwickmühle, in der befindet er sich jetzt. Und deswegen würde er jetzt mental so hart zerstört sein, weil er genau weiß, dass er in diesem Dilemma drin ist, dass ich ihm gleich mal zum Schweigen der Lämmer bringen werde und ihn umbringe. Und ihn damit aus diesem ethischen Dilemma befreie. Guck mal, er humpelt noch nicht mal.
Nice. Richtig nice. So, mein Freundchen, ich habe gehört, ein paar schöne Schläge auf dem Kopf sollen das Denkvermögen anregen. Ich denke, das Fallvermögen wird dadurch auch äußerst gestärkt. Und ich bin doch da gerne für dich da. Ich denke, wir haben ihn auch genügend das Lied vom Tod gespielt. Wie es aussieht, kennt er diese schöne Symphonie nicht. Ich kann sie auch nicht auswendig, was daran liegen könnte. Also was durchaus einen dazu bringen könnte, dass sie nicht wiedererkannt wird, wenn ich sie spiele. So, mein Freundchen Wesen, staggerst du jetzt schön häufig? Wollen wir mal mit der Zerstückelung anfangen. Denn jetzt, genau, in seinem Dilemma hat er jetzt zum Zuschauen alle seine Freunde mit eingeladen. Die sind homosexuell und die schauen ihm jetzt zu, wie er angeblich einen G-Rank-Jäger zerstückelt und tötet. Und wir werden ihm einfach die Freude nicht geben, mich nochmal tot zu kriegen, sagte er und war so gut wie am Ende. Ich gehe mal kurz in meine dunkle Ecke und schäme mich. Nebenbei ein paar High-Items können da auch nicht schaden. Oh Scheiße, jetzt habe ich auch noch Zeitdruck. Wollt ihr mich verarschen? Ja gut, das ist halt nur eine 20-Minuten-Quest, ne? Was willst du machen? Vielleicht nicht einen Wasserfrosch nehmen, um den Tiger zu töten. Die einzige Wildkatze, die gerne baden geht. Und mich scheinbar gleich mit hineinzieht. Ich hätte vielleicht auch noch painten sollen. Wenn er jetzt abhaut, wäre es ungünstig. Aber vorher gehen wir hier volles Risiko mit dem Kraftsamen. Oh, humpelst du etwa weg, mein Kleiner? Das tut mir aber überhaupt nicht leid. Dann müsste theoretisch in die 6 fliegen. Soweit wie ich als Profijäger das weiß, der diesen Tickrex jetzt nicht nur physisch, nein, wie eben beschrieben, auch mental vernichtet, was so schon der halbe Weg zum Sieg ist, weiß natürlich, dass der Typ jetzt irgendwie 6, 7 oder 3 fliegen muss, um sein Fell oder halt in seinem Fall seine Haut zu retten. Ich wollte die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas mit den Artegas machen kann, aber außer töten fällt mir nichts ein. Wir könnten sie auch einreiten, aber das ist dann wieder nicht für Kinderaugen gut zu sehen. Also holen wir unseren naschen Frosch raus. Guck mal, da liegt auch der kleine Freundchen. Hatte ich nicht noch Bomben? Ich glaube nicht. Bam. Wow, alles klar. Ich block tatsächlich mit blauer Schärfe an seiner Klaue ab. Okay. So, aus seinem bösen Traum ist er erwacht, um in einem weiteren Albtraum erneut zu erstehen. Und endlich haben wir den Miskel getötet. Oh, das kann ja auch nicht sein. Alles klar. Wir dürfen wieder festhalten. Es hat sich wieder einmal bestätigt. Die Quest darf nicht zu leicht sein. Wenn sie es doch ist, so wie zum Beispiel eine Wand hochzuklettern, dann schafft man es einfach nicht. Dann schaffe ich es einfach nicht. Ich habe da scheinbar so eine Blockade. Ich kann keine Jan-Kutkus töten, die sind zu schwach. Aber ein Akanto mit Marfomorpho-Rüstung, jo, kein Ding. Gut, Akanto ist jetzt wirklich nicht so schwer. Ukandos wäre das Problem. Ich sollte echt mal Ukandos mit Marfomorpho-Rüstung probieren. Nochmal. Aber gut. Laufen wir jetzt erstmal oder rollen wir uns kurz ins Glück zurück. Haben diesen Jäger aufspießenden Mistkerl auch mal kurz gezeigt, was so passiert, wenn man sich mit der Jägergilde anlegt. Man bekommt einen Menschen zu fressen. Lecker und ein bisschen was zu trinken, aus dem Frosch rausgepresst. Frisches Froschwasser. Fast so gut wie pures Quellwasser, bloß etwas mehr nach Pisse schmeckend. Und ein bisschen mehr nach Froschschenkeln, was ja auch in manchen Gebieten der Welt eine Delikatesse ist daher. Und ein bisschen Insekteninnereien sind auch noch mit dabei, was in anderen Gebieten der Welt Delikatessen sind. Also muss es doch bloß gut geschmeckt haben. Also wenn man sich mit der Gilde der Jäger anlegt, bekommt man fressen. Das haben wir jetzt allen Lehrern beigebracht, aber diesem einen Tickrex haben wir wenigstens nochmal richtig schön die Seele aus dem Leib gespielt. Ich habe 20 Minuten gebraucht, sehe ich gerade auf meiner Uhr. Okay, wir können festhalten. Jeder, der ab jetzt noch ab Part 793
dieses Let's Play schaut, weiß, worauf er sich einlässt, was er hier nicht zu sehen bekommt, und das sind geile Froschskills. Oder musikalische Sinus. Ich meine, ich kann schon nicht singen. Wie soll ich dann ein Instrument spielen können, wenn ich selbst meine eigenen Stimmenbänder als Instrument nicht hinkriege? So, wir nehmen mal unseren wunderschönen Tickrex-Panzer hier noch mit, der uns noch extra geschenkt wurde. Und wir können... Oh, wir haben noch einen Panzersamen bekommen, sehr geil. Und wir können, wie versprochen, haben wir sogar einen grünen Stift besorgt. Hier, Tickrex Lolo vs. G-Best. Nein, ich habe den Tisch bemalt. Scheiße. So, sieht keiner. Aus unserer Liste streichen. Schönes Ding. Finde ich grandios. Als Alternative, was wir auch noch als nächstes machen können, ist es ein Rajang ohne Ausrüstung zu bekämpfen. Problem ist, ich wollte nachher noch, also vorhin nochmal im Nachschauen, was die Nebenbedingung war, außer ohne Rüstung und Großschwert gegen Rajang. Leider spinnt die Kommentarfunktion bei YouTube immer mal wieder, deswegen konnte ich auch den Kommentar nicht finden. So, haben wir männlich jägerhaft, geil wie wir sind, diesen Tickrex doch mal gut nicht gegen die Wand knallen lassen, aber zumindest den toten Gott überbracht, so wie es sich hier wahrlich gehört. Und jetzt können wir zurück zu Business gehen. Immerhin eine Request haben wir geschafft. Ich fühle mich grandios und toll. So, hier noch kurz einen Wurm reintun, der meine ganzen Samen aufessen kann. Hoffen, dass noch ein bisschen Scheiße hier rumliegt. Ich meine, bei der Aktion wurde scheinbar schon genügend Scheiße verbraten. Können wir hier leider nicht noch mehr finden. Wop, wop, wop.